März 1941. Die Operation Claymore ist genehmigt worden. Der erste größere Störeinsatz in Norwegen. Das Ziel dieser Operation? Industrieanlagen und Handelsschiffe auf den Lofoteninseln auszuschalten, norwegische Freiwillige zu rekrutieren und Anhänger des Chefkollaborateurs Vidkun Quisling gefangen zu nehmen. Ihre Männer werden in der Gegend von Stamsund landen, in ein schwer bewachtes Lager in der Nähe von Storfjord eindringen, ohne sich von den Wachtürmen und Patrouillen entdecken zu lassen und anschließend die Treibstofflager in diesem Camp hochzujagen. Das wird die Beweglichkeit der gegnerischen Panzerdivision für ein paar Tage stark einschränken. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Mission von Kommandos, liebe Zuschauer. Zumindest wollen wir da mal reinschauen. Erste Mission habe ich ja schon vor einigen Monaten mit Glanz und Gloria erledigt. Und die zweite Mission, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, ich habe sie damals auch irgendwann mal geschafft. Aber nicht aus dem Stegreif heraus, denn schon ab Mission 2 wird es richtig, richtig hart. Also hören Sie zu, Ihre Männer kommen von Süden her. Die Treibstoffdepots befinden sich im Nordteil des Lagers. Passen Sie auf diese Kasernen hier auf. Die Flagge zeigt an, dass sich gegnerische Truppen darin aufhalten. Gebäude mit Fahnen? Wie dieses hier können auch als Gefängnisse eingesetzt werden. Wenn einer Ihrer Männer gefasst wird, haben Sie gute Chancen, ihn hier wiederzufinden. Noch etwas. Sobald Sie diese Depots gesprengt haben, sollten Sie sich besser schleunigst aus dem Staub machen. Treffen Sie auch dafür Vorkehrungen. Ich schlage vor, Sie stehlen einen Laster und nehmen die Straße Richtung Südwesten. Das wäre alles. Ja, sicher. Noch ein Laster klauen. Ist klar. Erstmal insgesamt umgucken. Da oben haben wir eine Patrouille. Das ist schon mal nicht gut. Ja. Hier haben wir die Patrouille. Hier. Schnee, Fußspuren, muss man auch aufpassen. Wird mal schnell entdeckt. Hier oben haben wir eine zweite Patrouille. Von was für einem Laster redet der denn? Ich sehe hier keinen Laster. Ach, der Korb fährt rein und raus. Nee, ist klar. Ah, ihr... Oh. Ja, mach mal hart. Also an sich... Sieht das erstmal nicht so schwer bewacht aus. Hier unten läuft noch ein Einzelner rum. Da müssen wir auch gucken, was wir den entsprechend ausschalten. Die vier hier, mit denen können wir uns natürlich nicht anlegen. Einzelne Personen sind jetzt nicht so schlimm, aber vier auf einmal, das ist hart. Das ist echt hart. Hier auf dem Fluss fährt regelmäßig ein Patrouillenboot. Da kommt es auch schon, wie gerufen. Da muss man auch gut aufpassen, denn das hat auch alles im Blick. Müssen wir gut abpassen. Okay. Würde ich sagen... Stecken wir erst einmal alle im Haus. Sobald die Patrouille dort vorbeigelaufen ist. Hier. Das ist dann auch der erste, den wir ausschalten werden. Und zwar mit unserem so gut wie erledigt. Green Beret. Schon unterwegs. Das ist doch leicht. Überlassen Sie das nur mir. Werden wir. Wo ist er? Bitte einzeln auswählen. Das ist doch leicht. Störgerät dahinlegen. Den dann dementsprechend anlocken. Bin schon unterwegs. Komme schon. So gut wie erledigt. Schon unterwegs. Überlassen Sie das nur mir. Okay. Das ist doch leicht. Das war noch recht easy. Aber die Leichen sollte man natürlich verstecken. Überlassen Sie das nur mir. Den Peilsender bitte auch wieder mitnehmen. Den brauchen wir noch. Bin schon unterwegs. Einmal speichern bitte. Komme schon. Abpassen. Wohl, das Patrouillenboot kann euch bis hierhin nicht gucken. Okay, er ist jetzt auf jeden Fall der Nächste hier. Er hier. Die drei jetzt auszuschalten, das ist noch relativ easy. Das nur gut abpassen. Können jetzt natürlich auch hier hochlaufen, dann wird er unsere Fußspuren sehen. Das wäre auch eine weitere Möglichkeit. Ich glaube, ein bisschen leise. Soll ich das mal ein bisschen lauter machen? So. Bin schon unterwegs. Überlassen Sie das nur mir. Okay. So gut wie erledigt.
sieht aber nicht unsere Fußspuren dort, oder? Das wäre übel. Ja, komm, 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 komm. Kleines Schweinchen. Das ist doch leicht. Bin schon unterwegs. So gut wie erledigt. Das ist doch leicht. Okay. Okay. Nummer 2 verstecken wir hier. Habe ich mich gerade gefragt, wie hat der das Gerät gesehen? Schon unterwegs. Das ist doch leicht. Hat er denn durch den Zaun durchgesehen? Okay. So gut wie erledigt. Naja, whatever. Meinetwegen, so soll's sein. So, Schweinchen Nummer 3. Ja, der trödelt da vor sich hin. Wundert sich auch gar nicht, dass seine Kollegen nicht mehr da sind. Ja, was soll's. Schon unterwegs. Überlassen Sie das nur mir. Dann ist natürlich eine Möglichkeit, hier irgendwo das Gerät hinzulegen. Der Gerät. Dann um die Ecke gerannt zu kommen. Bin schon unterwegs. Um ihn dann zu erledigen. Komme schon. Das ist doch leicht. Schon unterwegs. Gucken wir mal, ob das klappt. Überlassen Sie das nur mir. Ich hätte mir vorher merken sollen, welche Schnellspeichertaste das ist. Das ist aber auch so eine Sache. Schnellspeichern und Schnellladen, das sollte, ist ja immer meistens auf den F-Tasten, aber das sollte irgendwie international geregelt sein. Dass das bei jedem Spiel gleich ist. So gut wie erledigt. Komme schon. Aua, das tut weh. Ja, das war nicht optimal. Das machen wir nochmal. Komme schon. Wir rennen direkt wieder los. Okay, so funktioniert's nicht. Komme schon. Schon unterwegs. Das mal wieder auf. Mit dem Boot. Jetzt lassen wir erstmal vorbeifahren. Haben auch gerade Glück gehabt, dass mich das nicht entdeckt hat. Ich werde den Störsender jetzt mal hier hinlegen und warten, bis er dort ist. Bin schon unterwegs. So gut wie erledigt. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Okay. Na, der hat auch nicht vorbeigeschossen. Das ist doch leicht. Egal, den lassen wir jetzt mal. Bin schon unterwegs. Wir sehen es hier oben. Ist ja nur ein kleiner Kratzer. So gut wie erledigt. Und den Störsender okay. Wieder mitnehmen. Das ist doch leicht. Komme schon. Schon unterwegs. Dann kannst du dich da hinter der Wand verstecken? Da sollte dann nichts passieren. Überlassen Sie das nur mir. Okay. Weiter geht's. Wir müssen hier rüber. Haben das Problem, dass hier oben einer Wache läuft. Der das auch noch alles gut im Sichtfeld hat. Ja, komplett alles hier in den grünen Bereich. Jetzt gerade überlegt, dass wir hier irgendwo dann mit unserem Taucher rüberfahren. Wir können natürlich trotzdem mit unserem Taucher rüberfahren und dann von hier kommen. Aber hier hinten lief doch eine Patrouille her. Eine Patrouille mit 3 Mann. Und da oben sitzt auch noch einer auf dem Turm. Das ist also faktisch ausgeschlossen. Ja, wir könnten da herkrabbeln. Ihr wisst ja, in den dunkelgrünen Bereich kann man, wenn man dort kriecht, unentdeckt durchkriechen. Boah, das ist übel. Da sehe ich eigentlich nicht die Chance, dort entlang zu kommen. Würde auch den direkten Weg hier bevorzugen, über die Mauer rüber. Das ginge. Dass wir dann den ganzen Haufen von innen infiltrieren. Der LKW steht nach wie vor dort. Ansonsten läuft nämlich hier innen drin niemand rum, außer der eine hier und der hier am Rauchen ist. Das sollte ja machbar sein. Den können wir erstmal ignorieren. Das ist nämlich, das ist auch wieder ein Problem. Sobald wir das hochgejagt haben, wird es hier Theater geben. Egal, aber soweit sind wir nicht. Wir sind noch dabei, wie wir hier rüberkommen. Ich schau gerade mal. Wir könnten den natürlich mit dem Scharfschützen erledigen. Das ist dann die Frage, wird er gesehen, wenn er erledigt wird? Wir können das mal ausprobieren, dass wir den, wenn er hier hinten irgendwo ist, wie weit läuft er denn? Bis hier hinten hin. Es könnte gut sein, dass wir den dann erledigen können, wenn der dann hier liegt, dass er nicht gesehen wird.
Das probieren wir aus. Wer ist unser Scharfschütze? Ja? Du bist unser Scharfschütze. Du kommst mal bitte hier raus. Unterwegs. In Ordnung. Begibst dich in Richtung Green Beret. Unterwegs. Ja, ja. Jetzt warten wir noch einmal das Schiff ab, bis das vorbeikommt, obwohl das jetzt genau der passende Moment ist. Oh ja. Okay, da liegt er. Ja, ja. In Ordnung. Da liegt er und wurde noch nicht gesehen. Jetzt müssen wir nur abwarten. Sieht das Patrouillenboot den? Der da liegt. Dann war alles für die Katz. Ich glaube aber fast nicht. Wir können den nicht sehen, wenn er da oben auf der Mauer liegt. Das ist doch schon mal gut. Dann können wir nämlich jetzt entweder erstmal mit dem Taucher und dem Green Beret rüber. Die können sich dann hier hinter verstecken. Dann locker über die Mauer. Das in die Luft sprengen, Sir? Das kann ja auch nicht jeder. Wird erledigt, Sir. Jetzt mal bitte dahin. Du hast die Harpunen, die Pistole, das Boot, klar. Jawohl, Sir. Und du warst unser Sir. Mineur, oder? Ja, du hast den Sprengstoff dabei. Ich komme sofort, Sir. Bestätigt, Sir. Dich müssen wir auf jeden Fall im Boot mit rübernehmen. Sehr wohl, zu den Sir. Anderen hin. Was ist, Chef? So gut wie erledigt, Chef. Und du warst doch der sich verkleiden so kann, soll oder? Soll es sein, Sir. Verstanden, Sir. Nein, nicht da entlang. Geht klar, Chef. Keine Fußspuren hinterlassen. Sofort. Nicht, dass sie vom Boot aus endlich dann irgendwie, was weiß ich. Mal ein bisschen Action. Die Fußspuren sehen. Auf der anderen Seite, wir müssen sowieso alle übers Wasser kriegen, oder? Es geht ja gar nicht anders. Denn wir müssen ja alle gleichzeitig flüchten. Wir können ja nicht einfach auf der Seite bleiben und dann sagen, ach ja, verschieben wir uns dann hier unten, laufen wir zum nächsten alliierten Stützpunkt oder so. Ne, das funktioniert ja nicht. Das geht nicht. Ja, Sir. Sobald das Boot vorbei ist, werde ich es zu Wasser lassen. Auf keinen Fall, Sir. Na, das geht jetzt natürlich noch nicht. Sieht hier auch schön den Bereich, den das Boot nicht einsehen kann. Schon fast da, Sir. Wird erledigt, Sir. Okay. Das ist doch leicht. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Das ist nicht möglich, Sir. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Hä? Was mit euch? Passen immer nur drei ins Boot? Aber klar doch! Sofort, Sir. Kein Problem, Mann! Hallo? Ja? Ist ja Baum im Weg, sehe ich nichts. Ah, ja. Bin in einer Sekunde da, Sir. Warten wir nochmal ab, bis das Boot vorbeigefahren ist. Sie wollten jetzt alle ins Boot, aber ich glaube, es können nicht alle gleichzeitig ins Boot. Kann das sein? Das wäre ein bisschen verwirrend. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, Sir. Wir haben ja aber ein altes Boot aufgetan, die Nazis. Wo ist das denn her? So, hau ab, genau. Schon fast da, Sir. Wird erledigt, Sir. Marschiere schon, Sir. Ja, Sir. Nein. Schon fast da, Sir. Okay. Ja, ja. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Okay, es geht nicht gleichzeitig. Aber klar doch. Ich komme sofort, Sir. Kein Problem, Mann. Okay. Bin in einer Sekunde da, oh. Sir. Sofort, Sir. Wird erledigt, Sir. Sag mal. Verstanden, Sir. Schon fast da, Sir. Ja, Sir. Schon fast da, das Sir. Boot steuert sich wieder mit der ja, anderen Sir. Taste. Oh, wie doof ist das schon, denn? Sir. Ja, Sir. Wird erledigt, Sir. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Schon fast da, Sir. Hm?
Schon unterwegs. Das ist doch leicht. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Da sitzt er noch im Boot. Was ist, Chef? Ja? Der Scharfschütze. Unterwegs. Oh ja. Ja, Sir. Er packt ein Boot zusammen. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Verstanden, Sir. Wie packt er denn jetzt sein scheiß Boot zusammen? Ah! Pack dein Boot zusammen! Ja. Sofort, Sir. Verstanden, Sir. Sofort, Sir. Ah, ja. Und nochmal jawohl, das Ganze. Sir. Ja, Sir. Warum hat er sein scheiß Boot denn jetzt nicht zusammengepasst? Geht das nicht? Es muss doch gehen, oder? Kann man das Boot nur einmal freisetzen sozusagen und dann kann man es nicht mehr zusammenklappen. Das wäre ja echt übel. Dann habe ich nämlich keine Ahnung, wie wir das lösen sollen. Schon fast da, Sir. Wird erledigt, Sir. So, sein Boot rein. Marschiere schon, Sir. Sofort, Sir. Wenn er jetzt wieder raussteigt. Das geht nicht. Oder geht das mit der Hand? Ja, Sir. Ja, mit der Hand geht's. Wird okay. Erledigt, Sir. Mein Gott. Dann laden wir das Ganze nochmal, damit wir nicht wieder stundenlang auf das Boot warten müssen. Ja. Jawohl, Sir. Und dann machen wir das jetzt gleich. Und dann nehmen wir den Green Beret mit. Den stelle ich schon mal hier an der Seite. Okay. Das ist doch leicht. Und wir nehmen den Sprengstoffmeister mit. Bin in einer Sekunde da, Sir. Was wir die als erstes drüben haben. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Und den Bootsheini natürlich. Sir. So, das Boot bitte einmal vorbei. Die haben wir jetzt nicht gesehen, aber das nee, das klappt. Natürlich mit der Hand. Eigentlich doch voll logisch. Marschiere schon, Sir. Sofort, Sir. Wird erledigt, Sir. Schon unterwegs. So gut wie erledigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Marschiere schon, Sir. Schon fast da, Sir. Ja, Sir. So. Ja? Jawohl, Sir. Du bitte raus. Ich komme sofort, Sir. Habe verstanden, dahin Sir. Dahin fletschen. Green Beret. Bin schon unterwegs. Überlassen Sie das nur mir. Dahin fletschen. Jawohl, Sir. Und der Botsmann. Verstanden, Sir. Wartet die nächste. Schon fast da, Sir. Wird erledigt, Patrouille Sir. Patrouille ab. Ja, Sir. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Und holt dann die anderen beiden. So, Mensch. Ist doch gar nicht so schwierig. Wir können ja schon mal ein bisschen weiter planen. Der Green Beret geht dann hier rüber. Der dürfte nirgendwo zu sehen sein. Er ist das nächste Problem, was wir haben. Aber den können wir eventuell wieder ablenken. Hat nicht irgendjemand eine Schachtel Zigaretten dabei gehabt oder so? Irgendjemand konnte das doch. Ja? Ja, Sir? Jawohl, Sir? Ja, du hast eine Falle dabei. Ist natürlich auch nicht schlecht. Hm? Wo war denn das mal mit Schachtel Zigarette? War das im zweiten Teil? Von Kommandos? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Das Wichtigste auf jeden Fall in dieser Mission ist es wirklich, keinen Alarm auszulösen. Und dann nämlich die ganzen Leute hier aus der Baracke rauskommen. Dann haben wir verloren. Ja, Sir. Sofort, Sir. Marschiere schon, Sir. Verstanden, Sir. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Schon fast da, Sir. Ist jetzt nicht wahr, oder? Sir. Marschiere schon, Sir. Ja, Sir. Wird erledigt, Sir. Sofort, Sir. Verstanden, Sir. Au! Oh, helfen Sie mir, Sir! Autsch! Hilfe! Einmal gepennt, schon vorbei.
Dylan. Also nochmal gucken. War hier hoch mit dem Green Beret. Vielleicht sollten wir das erstmal erledigen mit dem Green Beret. Ja, dann muss man irgendwie schaffen, den abzulenken. Das war jetzt gerade doof. Da macht er das Boot auf hier auf dem Land. Ich meine, das bringt doch nichts. Weißt du, jeder. Boot braucht Wasser. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Sofort, Sir. Verstanden, Sir. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Sofort, Sir. Schon fast da, Sir. Marschiere schon, Sir. Unterwegs. Kein Problem, Mann. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Marschiere schon, Sir. Ja? In Ordnung. Ja, ja. Zack. Jawohl, Sir. Was ist, Chef? Aufeinander. Aber klar doch. So gut wie erledigt, Chef. Schön kuschelig, ja, halt. Wird erledigt, Sir. Pack dein Boot zusammen. Schon fast da, Sir. Sofort, Sir. Kein Problem, Mann. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Was ist, Chef? Ja, Sir. Ja, Sir. Okay, immer dieses Pixel genauer klicken. Mensch, 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 Mensch. Sir. Schon fast da, Kannst Sir. Du dahin? Gut, dann sollst du jetzt nirgendwo zu sehen sein. Sofort, Sir. So, dann geht's jetzt gleich weiter mit dem Green Beret über die Mauer. Klingt nach einem Plan. Komme schon. Lass den da mal hochklettern. Schon unterwegs. Komme schon. Okay, warum geht das jetzt nicht? Das ist doch leicht. Der Green Beret kann doch normalerweise ganz normal über Mauern klettern. Dafür haben wir ja hier auch das Symbol. Okay. Überlassen Sie das nur mir. Bin schon unterwegs. So gut wie erledigt. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Komme schon. Setz dich auf die Mauer, du sollst hinter das Haus. So, und dann müssen wir gucken, wie wir das den ablenken. Das ist doch leicht. Nein, warum kletterst du die verdammte Mauer hoch? Schon unterwegs. So gut wie erledigt. Bin schon unterwegs. Ja, natürlich doof hier an dieser 2D-Grafik, dass man das... Das ist doch leicht. Dass man da die Kamera nicht drehen konnte. Okay. Das Gute ist, der Vogel sieht uns überhaupt nicht, wenn wir hier hinten rumkriechen. Bin schon unterwegs. Einfach mal so am Wachhaus vorbeikriechen. Kann ich auch niemanden übersehen? Das wäre natürlich übel. Okay, komme schon. Überlassen Sie das nur mir. Schon unterwegs. Okay. Nee, du sollst da durchkriechen. Ey, ist das... Boah. Schon unterwegs. Dann kriech hinterm Haus her. Ist mir egal. Bin schon unterwegs. Komme schon. Schon unterwegs. Wir hätten natürlich hier auch die Möglichkeit, mit den Fässern das in die Luft zu sprengen. Das ist doch leicht. Bin schon unterwegs. Komme schon. Schon unterwegs. Wow, so gut wie erledigt. Knapp. Bin schon unterwegs. Okay, überlassen Sie das nur mir. Der darf nicht schießen hier drin. Das wird wichtig. Hoffentlich sieht er uns da nicht, wo wir jetzt liegen. Genau, der dreht sich in die andere Richtung. Das ist gut, der dreht sich links rum. Wie den ablenken. Wie den ablenken. Können
bin schon unterwegs. Bis dahin kriechen. Das ist doch leicht. Überlassen Sie das nur mir. Okay. So gut wie erledigt. Komme schon. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Wenn der sich da hinten umdreht. Das ist doch leicht. Sollte man in der Lage sein, den schnell genug abzustechen. Schon unterwegs. So gut wie erledigt. Okay. Perfekt. Wo verstecken wir den? Schon unterwegs. Dann leg mal dahin. Bin schon unterwegs. Das ist doch leicht. Gut, damit wäre der Weg frei. Voraussetzung, dass wir mit der Karre einfach hier durchpreschen können durch die Schranke. Oder müssen wir die Schranke vorher aufmachen? Das ist bestimmt wieder so ein Problem, dass man die Schranke erst einmal öffnen muss. Okay, wir haben ihn jetzt als nächstes Problem. Da würde ich aber schon fast sagen, dass unser Taucher sich dem annehmen kann. Da müssen wir ihn ausschalten und dann sollten wir eigentlich in der Lage sein, alle in die Karre zu setzen. Das wird ja wohl keine Aufmerksamkeit erregen, wenn da jemand losfährt mit dem LKW. Ist ja nur ein LKW, der fährt. Und dann das Ding hochzusprengen in die Luft. Sollte ja wohl möglich sein. Okay, schauen wir mal. Wie weit kann er gucken? Er guckt da nur in den grünen Bereich. Den können wir ganz leicht abschwächen hier an der Seite. Den werden wir ganz einfach los. Der bemerkt uns gar nicht, wenn wir da angelaufen kommen. Dann wird er das nächste Problem. Mr. Green Beret, bitte. Komme schon. Überlassen Sie das nur mir. Schon unterwegs. Das ist doch leicht. Einmal gucken, wie er läuft. Wie weit er gucken kann. Da er sich mit seinem Kollegen nicht unterhält, gehe ich auch davon aus, dass er nichts bemerkt. Ich weiß gar nicht, ob das bei Kommandos so war, dass Soldaten überhaupt irgendwas bemerken, dass andere Kameraden fehlen. Komme schon. So gut wie erledigt. Okay. Überlassen Sie das nur mir. Bin schon unterwegs. Der Blutfleck da, ja, komme mein Gott. Schon. Der war schon vorher da. Schon unterwegs. Das ist doch leicht. Bin schon unterwegs. Gut, haben wir das. Als nächstes heißt es Schranke aufmachen. Okay. Die müssen wir auf jeden Fall loswerden. Die Patrouille oben. Überlassen Sie das nur mir. Die Vier-Mann-Patrouille, die können wir bin schon getrost unterwegs. Ignorieren. So gut wie erledigt. Okay. Komme schon. Überlassen Sie das nur mir. Schon unterwegs. Halt! Mist. Nee, wir lassen uns nicht festnehmen. Okay. Ja, das war blöd abgeplant. Okay, man muss halt auch ein bisschen schon geduldiger sein. Das ist doch ganz klar. Müssen warten. Die Patrouille ist jetzt... Naja, die kommt gerade zurück, die Patrouille. Überlassen Sie das nur mir. Müssen wir halt noch eine Runde warten. Macht ja nichts. Die haben aber auch alles im Blick hier. Das sind wieder die harten Vögel hier in der dicken, fetten Winterkleidung mit Maschinengewehr. Die sind aufmerksam wie Hulle, sag ich mal. Okay. So gut wie erledigt. Wäre natürlich einfacher, wenn wir ihn da unten erledigen würden. Müssen wir nur mit dem Boot abpassen. Wir hätten einen weniger, der auf uns schießt, wenn wir abhauen.
Komme schon. Überlassen Sie das nur mir. Schon unterwegs. So gut wie erledigt. Lolololo. Damit war schon mal die Schranke okay. auf. Okay. Schon unterwegs. Das ist doch... Leicht, wollte er sagen. So, nächstes Problem. Boah, wir müssen den, glaube ich, loswerden, oder? Wie kommen die alle über die Wand rüber? Ich glaube, der Green Beret kann hier die Leiter runterlassen. Ja, kann er. Bin schon unterwegs. Dann machen wir das als nächstes. Wo gerade das Boot vorbeigefahren ist, schön. Denn sonst kommen die alle nicht rein ins Gebäude. Also in... Schon unterwegs. An diesem Platz, an diesem Ort. So gut wie erledigt. Komme genau, schon. Das hätte ich auch gleich machen können. Okay. Das ist doch leicht. Bin schon unterwegs. Als nächstes werden wir jetzt die, die wir nicht brauchen, in das Fahrzeug reinlassen. Das ja? ist der Scharfschütze. Okay. Du benutzt bitte die Leiter. Oh ja. Gehst in den Wagen Überlassen rein. Überlassen Sie das nur mir. In Ordnung. Ja, ja. Oh ja. So, dann. Ja, Sir. Den Taucher. Ja, Sir. Wird erledigt, Sir. Verstanden, Sir. Alle rein in die Karre. Wird erledigt, Sir. Was ist, Chef? Den, ja, bin schon fast da. Das ist, glaube ich, der Verwandlungskünstler, oder? Endlich mal ein bisschen Action. Nennen wir ihn den General. Kein Problem, Mann. Endlich mal ein bisschen Action. Bin in einer Sekunde da, Sir. Du bist ja der, der es alles in die Luft sprengt. So soll es sein, Sir. Und den LKW dann fährt. Mal eben hinlegen, kurz speichern. Wir wissen, was passiert, wenn du jetzt einsteigst und den Wagen startest. So soll es sein, Sir. Wer fährt denn nochmal von denen? Ja, Sir. Hallo? Was ist, Chef? Sofort! Du fährst. Geht klar, Chef. Sofort! Geht klar, Chef! Aber klar doch! Bin schon fast da! Geht klar, Chef! Bin schon fast da! Ja, passt schon irgendwie. Der Green Beret bitte auch rein. In den LKW. Schon. Es ist gleich nur das die Frage, ob leicht. Wir wirklich wegkommen. Rechtzeitig. Ich speichere das nochmal. So weit wie möglich nach vorne vorfahren. Was ist, Chef? Sofort! Aber klar doch! Bin schon fast da! Damit uns keiner sieht von denen. Ich glaube, so passt das. Okay, nochmal speichern. Es wird spannend. Jawohl, Sir. Und dann unseren Minmöger, für den ist gar nicht zu schwer. Bin in einer Sekunde da, Sir. Jawohl. Bestätigt, Sir. Sehr wohl, Sir. Habe verstanden, Sir. Okay, ja, es war jetzt nicht. Ach, das ist. Aber klar doch! Das war wieder so ein MS-Standard, oder? Jetzt mal ja, ganz ehrlich. Sir? Bestätigt, Sir. Nein, was machst du? Aber klar doch! Oder fahren wir vielleicht mal einen Meter jawohl, zurück? Sir? Bin in einer Sekunde da, Sir. Hoffentlich reicht das, wenn wir da stehen. Bestätigt, Sir. Sehr wohl, Sir. Was ist, Chef? Es passt auch genau, wo die Patrouille gerade nach oben geht. Geht klar, Chef. Halt! Sofort! Scheiße! Es reicht nicht wegen der verdammten Patrouille. Oh, da kommen ja noch ein paar. Puh, 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 puh. Wie ist das zu lösen? Wie ist das zu lösen?
Können nicht die ganze Patrouille ausschalten, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Auf der anderen Seite, wir könnten eventuell alle im Gebäude verstecken und so lange warten, bis sie alles beruhigt hat. Das wäre natürlich möglich. Aber wir fahren mal zurück. Ich pack die mal alle zu, geht ja? Klar, Chef. So gut wie erledigt, Chef. Bitte alle aussteigen. Ja, Sir. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, aber was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Jawohl, Sir. So, was dann nämlich irgendwann... Okay. Einfach in Ruhe verschwinden. Endlich mal ein bisschen Action! Unterwegs. So, das sind aber nicht alle. Wer fehlt denn noch? Der Green Beret. Schon unterwegs. Bin schon unterwegs. So gut wie erledigt. Okay. Nochmal speichern. Jawohl, Sir. Bestätigt, Sir. Bin in einer Sekunde da, Sir. Vorsichtig mit Patrouille da unten. Habe verstanden, Sir. Bestätigt, Sir. Habe verstanden, Sir. Sehr wohl, Sir. Jetzt mal gucken, was passiert. Der Alarm wird ja nicht ewig anhalten. Dass wir dann einfach im richtigen Moment, wenn sich dann alles beruhigt hat und die Patrouille hier oben irgendwo rumzuhnt, dass wir dann abhauen. Oh, jetzt kommen die auch noch. Ei. Ich glaube, das war keine gute Idee. Das war auch nicht nach dem Motto, das hier zuzuparken. Obwohl, so richtig rauskommen sie nicht. Das ist schon mal gut. Wir warten ab. Wir gucken jetzt erstmal, was passiert. Dafür habe ich mir extra einen Kaffee gemacht vor der Aufnahme. Wo die Aufnahme schon wieder viel länger geworden ist, als ich gedacht habe. Gut, die hauen schon wieder ab und sagen, oh ja, komm, hier, Explosion passiert. Mein Gott, so ist es nun mal. Die gucken. Ich glaube, die sind irgendwie irritiert, ne? Durch den LKW, kann das sein? Die bewegen sich nicht so, wie sie sich bewegen sollen. Ansonsten geht der Plan auf. Machen wir das nochmal. Diesmal stellen wir den LKW ein bisschen anders hin. Was ist, Chef? So gut wie erledigt, Chef. Kein Problem, Mann. So gut wie erledigt, Chef. Fahren wir einen Meter nach vorne mit dem. Sofort. Aber klar doch. Bin schon fast da. Stellen wir ihn so hin, das ist ja egal. Endlich mal ein bisschen Action. Wenn sie nachher alles beruhigt hat, dann können wir ja wieder den LKW umparken. Jawohl, Sir. Bestätigt, Sir. Bin in einer Sekunde da, Sir. Wo ist die Patrouille? Habe verstanden, Sir. Da unten, aber der sieht uns eh nicht. Bestätigt, Sir. Sehr wohl, Sir. Warum kommt die... Ah, da kommen sie raus. Die werden aber jetzt vielleicht keinen Verdacht schöpfen, so nach dem Motto, naja, es ist explodiert, deswegen sind die tot. Werden die jetzt ja nicht auf Stichverletzung untersuchen. Aber ich fürchte fast, die Patrouille, die zieht jetzt gleich ab, die Patrouille kommt gucken, genauso wie die, dass sie gleich alle abziehen, aber dass die vier hier nicht mehr abziehen. Dass die jetzt die ganze Zeit im Innenhof bleiben und hier patrouillieren. Das wäre natürlich das Übelste, was uns passieren kann. Denn dann haben wir auch keine Chance, da wegzukommen. Die, ja, die rennen genau im Kreis, die Lackaffen. Ah, er hier unten hängt fest. Das ist ganz toll. Ja, wenn die jetzt hier weiter, die fünf weiter patrouillieren, alle anderen gehen wieder ihrem normalen Tageswerk nach. Aber wenn die sich nicht verpieseln,
dann war es das. Die können wir nicht ausschalten, das ist nicht möglich. Zumindest nicht ohne Aufsehen zu erregen. Ich hätte noch eine weitere Idee, dass wir die einfach in die Luft sprengen. Die fünf, die hier rausgekommen sind. Aber die zuerst in die Luft sprengen. Vielleicht sogar zeitgleich. Probieren wir das mal. So. Was ist, Chef? Das einmal ja. Genau. So gut wie erledigt, Chef. Die Idee mit dem Zuparken hat ja leider nicht funktioniert. Kein Problem, Mann. Aber klar doch. So, lass dann nur vernünftig parken. Bin schon fast da. Sofort. So gut wie erledigt, Chef. Hm? Überlassen Sie das nur mir. Ich frage, ob das mit dem Green Beret funktioniert. Das ist doch leicht. Bin schon unterwegs. Können das fast dahin schleppen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Sollte auch reichen, um das Gebäude in die Luft zu jagen. Okay. Komme schon. Überlassen Sie das nur mir. Schon unterwegs. So gut wie erledigt. Okay. Ein bisschen näher ran. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Das ist doch leicht. Ein Verlager! Alarm! Alarm! Halt! Das bringt gar nichts. Nächste Idee. Überlassen Sie das nur mir. Nee, du gehst wieder rein. Okay. Ich brauch den Fahrer, der erstmal das Chef? LKW zur so Seite gut fährt. Wie erledigt, Chef. Wir haben, glaube ich, mehr als einmal Kein Sprengstoff Problem, dabei. Mann. Sofort! So gut wie erledigt, Chef. Boah, das ist Bunker, ne? Den springt man auch nicht so einfach in die Luft. Jawohl, Sir. Bestätigt, Sir. Bin in einer Sekunde da, Sir. Habe verstanden, Sir. Sehr wohl, Sir. Ich komme sofort, Sir. Ah, jetzt haben sie kein Fluchtfahrzeug. Das große Problem sind, wie gesagt, die fünf Leute da drin, in dieser Baracke. Ich vermute aber dennoch mal, dass die Fässer dort nicht umsonst stehen. Es muss doch möglich sein... Was ist, Chef? So gut wie erledigt, Chef. Kein Problem, Mann. Sofort. So gut wie erledigt, Chef. Es bringt uns auch nichts. Ich habe jetzt gerade überlegt, alle anderen Wachen erstmal auszuschalten. Wie gesagt, die gehen ja nachher dann nach der Explosion wieder ganz normal auf Patrouille. Bringt uns überhaupt nichts. Die auszuschalten. Das bringt uns aber auch nichts, den LKW so hinzustellen, dass wir da ungesehen reinrennen können, also schnell hinrennen können. Wir können es ausprobieren. Wir können es ausprobieren. Was ist, Chef? Dafür brauche ich aber ihn, dass wir ihn hier im Auge behalten. Endlich mal ein bisschen Action! Dass wir den Kein Problem, Mann. So nah wie möglich an den Zaun Aber ranfahren, klar den LKW. Doch. Also an den Ausgang. Bin schon fast da. Sofort. Geht klar, Chef. Sofort. So gut wie erledigt, Chef. Geht klar, Chef. Das wäre so die letzte Möglichkeit, die ich noch irgendwie im Auge fassen würde. Speichern wir das nochmal kurz auf einem anderen Slot. Jawohl, Sir. Ist natürlich auch wieder die Frage,
fliegt er jetzt nicht mit in die Luft, der LKW. Das wäre jetzt die einzigste Möglichkeit, wenn dann nachher die Fünferpatrouille hier drinnen läuft und dann was ich hier oben ist, dass wir dann schnell in den LKW rein und dann abhauen. Das wäre jetzt die Idee, die ich noch hätte. Wir warten, bis die Patrouille ein Stückchen entfernt ist. Oh, das passt jetzt gerade vom Moment her ganz gut. Bin in einer Sekunde da, Sir. Legen wir die Sprengladung mal ein bisschen weiter außerhalb an. Habe verstanden, Sir. Sehr wohl, Sir. Okay, das passt soweit. Alarm! Alarm! Der LKW, der steht ja auch relativ unauffällig da. So nach dem Motto, ach ja, der wurde jetzt gerade noch nicht abgefertigt und wir warten noch darauf, der Fahrer ist gerade pinkeln. Das wäre möglich. Das könnte hinhauen. Das könnte in der Tat hinhauen. Man hat jetzt nur warten, bis es sich beruhigt hat. Und dann hauen wir ab. Ja, die haben jetzt einmal geguckt. Jojo, ist okay. Das ist jetzt nämlich genau der Moment, wo die hier oben hinlaufen. Da müssen wir dann nachher rein, schnell in den LKW und dann nichts wie weg. So, das natürlich genau abpassen mit dem Fregel hier unten, dass der uns nicht sieht. Aber das könnte klappen. Ich habe ein gutes Gefühl. Ach, da kommen die Nächsten, die gucken wollen. Ihr macht jetzt aber auch keine Ferien im Innenhof, oder? Im Innenhof, nicht im Immenhof. Soll es ja auch geben. Bestätigt, Sir. Was ist, Chef? Kein Problem, Mann. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Ja. Halt! Zu früh, das war mir klar. Naja, wir können auch alle... Nein, alle einzeln geht nicht, oder? Da muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Da muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Das wäre natürlich auch eine... Ah, nee, es geht nicht. Das geht nicht. Bestätigt, Sir. Ich komme sofort, Sir. Sehr wohl, Sir. Halt! Ich komme sofort, Sir. Halt! Mist, ey. Ich hab doch gesagt, die werden zum absoluten Problem. Die fünf Pansen. Ah, und dass ich auch nicht alle gleichzeitig rauslassen kann, das ist auch ein blödes Bestätigt, Problem. Sir. Ich komme sofort, Sir. Geh dahin. Habe verstanden, Sir. Und hock die nieder. Was ist, Chef? Was ist, Chef? Kein Problem, Mann. Sehr wohl, Sir. Aber klar doch. Endlich mal ein bisschen Action. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Was ist, Chef? Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Du auch sofort, dahin. Sir. Verstanden, Sir. Hinlegen. Ja? Okay. Oh ja. Hinlegen. Dürfte uns dann nicht sehen, oder? Okay, das passt. Überlassen Sie das nur mir. Das ist doch leicht. Ich komme sofort, Sir. Krabbelt erstmal hier zwischen die Bäume. Da müssen wir den richtigen Moment abpassen. Überlassen Sie das nur mir. Okay. So gut wie erledigt. Halt! Bin schon fast da! Wer ist da? Scheiße! Mann! Bestätigt, Sir. Ich komme sofort, Sir. Habe verstanden, Sir. Was ist, Chef? Kein Problem, Mann. Endlich mal ein bisschen Action. Vielleicht müssen wir den doch ausschalten, dass der uns nicht sieht. Ja, hab ich keine Ahnung, oder? Den müssen wir loswerden, den Typ. Das war der Erste, der jetzt gerade geschossen hat. Alle anderen hätten uns gar nicht gesehen, da wären wir weg gewesen.
auch wenn die hier Patrouille laufen. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Marschiere schon, Sir. Sofort, Sir. Ja? Sehr wohl, Sir. So soll es sein, Sir. Oh ja. Überlassen Sie das nur mir. Okay. Das ist doch leicht. Bin schon unterwegs. Überlassen Sie das nur mir. Ja, die Patrouille gefällt mir auch nicht. Die gefällt mir auch nichts. Jetzt kommt gerade wieder das scheiß Boot vorbei. Okay. So gut wie erledigt. Halt! Überlassen Sie das nur. Okay. So gut wie erledigt. Halt! Okay, komme schon. So gut wie erledigt. Schon unterwegs. Okay. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Das bringt ja auch nichts hier oben. Was bringen könnte. Das ist doch leicht. Was bringen könnte, wäre eventuell, den mit dem Scharfschützen auszuschalten. Das wäre eine Möglichkeit. Was ist, Chef? Ja? Nö. Okay. Halt! Ja? Okay. Oh ja. Der kann die Mauern so nicht hochklettern. Unterwegs. In Ordnung. Unterwegs. Mann, geh da hoch! Ja, ja. Okay. In Ordnung. Unterwegs. Okay, und in dem Bereich können wir den dann erledigen. Das wäre eine Möglichkeit. Dass wir den dann los sind. Es halt so liegen, dass die anderen Patrouillen den nicht sehen können. Oder hier hinten meinetwegen, das soll mir auch recht sein. Sag nicht, du kannst durch den Felsen nicht durchballern. Ja, ja. Naja, du kannst natürlich nicht durch den Felsen durchballern, ist klar. Ich krieg einen Kackreiz, ey. In Ordnung. Ja, ja. Dann bringe ich den Scharfschützen jetzt auf die andere Uferseite. Okay. Oh ja.
Ja, ja. Ja, Sir. Zusammen mit dem Taucher. Sir. Sofort, Sir. Marschiere schon, Sir. Auf keinen Fall, Sir. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Marschiere schon, Sir. Sofort, Sir. Abwarten, bis die Patrouille sich wieder umdreht. Oh Mann, ey, was für ein Aufwand. Aber wir hätten uns direkt um den kümmern sollen. Ist doch klar, der hat den Eingang im Blick und Mann, das ist blöd, blöd, blöd. Wo gehen die jetzt hin? Ach so, die Fußspuren untersuchen, alles klar. Schon fast da, Sir. Wird erledigt, Sir. In Ordnung. So. Sofort, abwarten. Sir. Speichern. Da kommt das Boot, wie gerufen. Jawohl, Sir. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Wird erledigt, Sir. Ja? Okay. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Marschiere schon, Sir. Ja? Unterwegs. Ja, Sir. Oh ja. Schon fast da, Sir. Sofort, Sir. Ist ja überhaupt gar kein Aufwand für den einen Soldaten. Wird erledigt. So, jetzt gucken ja? wir mal. Okay. Kannst du den schon von hier aus erledigen? Gibt's doch gar nicht. Das gibt es nicht. Unterwegs. Ja, ja. Oh ja. Okay, genau im richtigen Moment erwischt. Ja? In Ordnung. Ja, ja. Speichern. Den dürfte dort auch niemand sehen. Die Patrouille nicht, sonst niemand. Der liegt gut dort. Da ist er gut tot. So, jetzt will er zurück. Dann wird zurück ins Haus. Dann in den LKW im richtigen Moment und dann abhauen. Mann, muss doch möglich sein. Läuft das Video jetzt schon eine Stunde? Ich bin begeistert. Wollte eigentlich nur für eine Stunde Video machen, aber ja, so ist es nun mal. So ist es ja, nun mal. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Verstanden, Sir. Ja, Sir. Ja? Unterwegs. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Wird erledigt, Sir. Okay. Ja, ja. Ja, Sir. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Sofort, Sir. Verstanden, Sir. Okay. Speichern. Ja? In Ordnung. Oh ja. Halt! Laden. Was war das nochmal? 9? Wenn man einfach zu ungeduldig ist. Sofort, Sir. Dann gehst du da zuerst hoch, ist ja egal. Marschiere schon, Sir. Wird erledigt, Sir. Schon fast da, Sir. Sofort, Sir. Marschiere schon, Sir. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Sehen Sie gleich die Fußspuren, aber das ist egal.
Ja? Da denken die sich nichts bei. Okay, we are getting close, ladies and gentlemen. In Ordnung. Oh ja. Es kommt genau in dem Moment das doofe Boot. Und wir sind in Mission 2, wohlgemerkt. Und ich glaube, ich stelle mich nicht so dämlich an. Vielleicht fehlt mir ein bisschen die Fantasie, in der einen oder anderen Situation gut zu reagieren. Das mag sein. Aber insgesamt, ja. Leute, das sind jetzt eure Fußspuren, ne? Braucht ihr jetzt nicht hinterherlatschen. In Ordnung. Oh ja, unterwegs. In Ordnung. Okay. Das war wieder clever, dass du in da Ordnung. Reingehst. Und ja, dann bleib bitte da. Die dürfen dich ja nicht sehen, wenn du liest. Hoffentlich. Sieht gut aus. Okay. Oh ja. Halt! Mein Gott, warum? Mann! Ja? Oh ja, in Ordnung. Unterwegs. Ja, ja. In Ordnung. Oh ja. Na komm, lauft. Ihr Pansen. Oder noch besser, geht zurück in die Wache. Eine Runde Karten kloppen. Oder was immer ihr darin gemacht habt. Okay. Oh ja. Halt! In Ordnung. Halt! Okay. Lalalalalala. Düm, di, düm, di, düm. Ja, so geht's auch. Nur weil ihr Halt schreit, ist hier noch lange nicht, Stopp. Bis zum Top, dann ist Stopp. Speichern. Gut, dass sie das nicht weiter verfolgen, die Pansen. Ja, ja. Hinhocken. Jawohl, Sir. Der nächste raus. Ich komme sofort, Sir. Bestätigt, hinlegen. Sir. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Marschiere schon, Sir. Wird erledigt, Sir. Ja, Sir. Ja. Unterwegs. Habe verstanden. Blöd, Sir. Dass man da immer doppelt und dreifach klickt, die Leute. Was ist, Chef? Kein Problem, Mann. Jawohl, Sir. Aber klar doch. Oh ja. Schon fast da, Sir. Endlich mal ein bisschen Action. Ich weiß, jetzt werde ich übervorsichtig. Alle einzeln hier rausholen, aber man kann nicht alle gleichzeitig rausholen. Also ich wüsste es nicht. Das wäre natürlich viel praktischer. Überlassen Sie das nur mir. Okay. Bin schon unterwegs. Das ist doch leicht. Spannung steigt. Überlassen Sie das nur mir. Okay. So gut wie erledigt. Bin schon fast da. Geht klar, Chef.
probiere es jetzt gleich mal mit normal losfahren. Man kann ja beschleunigt losfahren oder ganz normal. Überlassen Sie das nur mir. Was ist, Chef? Wo seid ihr denn jetzt? Warum? So gut wie erledigt. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Ich hatte doch geklickt, steigt in den Wagen ein. Das ist doch leicht. Okay. So gut wie erledigt. Da einfach keine Chance. Überlassen Sie das nur mir. Okay. So gut wie erledigt. Bin schon fast da. Oh Gott, da wird er nicht alle gleichzeitig gerannt. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Bin schon fast da! Die hören das aber auch, die Bastis. Überlassen Sie das nur mir. Okay. So gut wie erledigt. Bin schon fast da. Geht klar, Chef. Ja, was willst du machen? Ist keine Chance. Kannst normal losfahren, kannst schnell losfahren. Die hören es einfach. That's a fucking problem. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Bin schon fast da! Ablenkungsmanöver starten irgendwo. Das klappt auch nicht. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Können auch nirgendwo eine Bombe hinlegen. Das ist ja im offenen Feld. Das ist einfach chancenlos zu entkommen. Wie viele Patronen hat denn unser Scharfschütze noch? Drei noch, ja. Das wäre jetzt eine Idee gewesen, aber... Okay. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Bin schon fast da! Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Bin schon fast da. Geht klar, Chef. Bin schon fast da. Sofort. Aber klar doch. Bin schon fast da. Aber klar doch. Alarm! Alarm!
Ich weiß schon, warum ich das Spiel irgendwann nicht mehr gezockt habe. Ich verstehe es ja, wenn ich mit heulendem Motor und quietschenden Reifen losfahren würde, dass die sich umdrehen, aber nur weil ihr ein scheiß LKW losfährt und dass die sich dann umdrehen und mich sehen, das ist eigentlich nicht okay. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Bin schon fast da. Geht klar, Chef. Das Zeitfenster ist einfach zu kurz. Überlassen Sie das nur mir. Halt, halt! Ach Scheiße, Mann! Wir müssen die erwischen in dem Moment, wenn sie sich jetzt wegdrehen, dass wir dann hinrennen. Dann losfahren, weil die drehen sich, glaube ich, doch nicht um. Allein durchs Losfahren. Ein bisschen rauszoomen? Nee. Müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie zeitlich abpassen können. Ich glaube aber allerdings, das passt nicht. Überlassen Sie das nur mir. Okay. So gut wie erledigt. Jetzt sehen die anderen uns, oder? Mein Gott, nochmal! So viel Geduld kann man doch gar nicht haben. Aber müssen wir wohl. Müssen wir abwarten, bis die eine Patrouille wieder runterkommt, sich dann wieder verpisst und dann genau im richtigen Moment ist wahrscheinlich ein Zeitfenster von 0,00001 Sekunden, der man das hinkriegen muss. Das ist nicht machbar, ist Unsinn ist das. Zweite Möglichkeit wäre natürlich ja irgendwo für Ablenkung zu sorgen, dass die alle dahin rennen, aber ist doch Tullux. Überlassen Sie das nur mir. Halt! So gut wie erledigt. Halt! Bin schon fast da! Ja, egal. Lassen wir es an der Stelle gut sein. Halt! Noch nicht abschalten. Aber auch nur, weil ich diesen Spielstand hier gefunden habe, in dem wir noch nichts in die Luft gejagt haben, in dem wir noch alle beisammen haben. Deswegen werde ich es nochmal versuchen. Plan ist wie folgt. Mit dem Scharfschützen und dem, unserem Rudermeister rüber auf die andere Seite. Ihn hier zu erschießen. Dann wieder zurück. Dann werden wir alle ins Auto einsteigen lassen, werden die Bombe legen, rennen ins Auto und werden langsam losfahren. Und wenn das Ding hochgeht, werden wir dann hoffentlich hier sein. Und von denen hier nicht erschossen werden. So, ja? Der Plan. Ob's klappt, man weiß es nicht. Okay. Wir werden es gleich sehen. Jetzt haben wir hier erstmal Ruhe, weil hier drin ist jetzt ja nichts. Es war schon echt ein Problem, das Ding erst hochzujagen. Oh ja. Würden Sie bitte da hochgehen, junger Mann? Danke. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Marschiere schon, Sir. Einmal dich markieren, bitte, dass du dich erstmal hinlegst. Müssen wir erstmal wieder das Boot abwarten. Ja, Sir. Ja, Sir. Ich denke, mit weniger Feindkontakt hier im Innenhof und mit nur einer Patrouille da oben sollte das tatsächlich hinhauen. Das sollte machbar sein. Control S, Quick Save habe ich auch mal kurz nachgeguckt. Unterwegs. In Ordnung. Spannend die Richtung hier. Sollte das klappen. Oh ja. Ja, Sir. So, du stehst bitte auf. Verstanden, Sir. Marschiere schon, Sir. Sofort, Sir. Schon fast da, Sir. Ja, ja. Unterwegs. Marschiere schon, Sir. So, das ist, glaube ich, jetzt noch der einfachste Teil insgesamt. Ja. Du bitte raus. Okay. Ja, Sir. Wird erledigt, Sir. Da lasse ich mir jetzt Zeit bei.
Hol das Boot erst wieder rein. Schon fast da, Sir. Sofort, steck Sir. Den dann auch hinter der Wand. Schon, Sir. Ja. Verstanden, Sir. So. Mal sehen, ob wir ihn im richtigen Moment erwischen. Kommt da gerade angelaufen, muss halt nur auf das Boot aufpassen. Ja, ja. Da erwischen wir ihn noch nicht. Aber so was stehen sollte es funktionieren. Oh ja. Okay, ja, das war knapp, aber es hat geklappt. In Ordnung. Mein Dafürhalten haben wir sogar daneben geschossen, aber okay. Unterwegs. So. Speichere jetzt nicht, ich warte erstmal ab. Ne, die Patrouille sieht ihn nicht. Sehr gut. Die liegt da gut. Jetzt kann es natürlich nur noch sein, dass das Boot ihn entdeckt. Das Wachboot, das Patrouillenboot. Und das werden wir gleich sehen, wenn wir das nächste Mal vorbeikommen. Aber sollten da auch nicht entdecken. Normalerweise liegt er weit genug entfernt, dass die den nicht sehen, den Vogel. Nee, sehen ihn nicht. Sehr schön. Ja, läuft doch alles nach Plan. Wenn nicht ungefähr 8 Millionen feindliche Soldaten da durch den Innenhof uns außen herumschlendern, dann sieht das sogar machbar aus. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Wird erledigt, Sir. Ja, Sir. Ja? In Ordnung. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Ja, Sir. Ja? Okay. Ja, Sir. Sofort, Sir. Dein Bötchen wieder mit, ganz Marschiere wichtig. Schon, Sir. Wird erledigt, Sir. In Ordnung. Dann alle da hoch und zurück ins Haus. Okay. Unterwegs. Okay, speichern. Was ist, Chef? Kein Problem, Mann. Was wir jetzt sicherlich machen müssen, ist, dass wir endlich den Wagen mal ein bisschen Action. Ein bisschen zurückfahren, damit wir nicht gesehen werden. Das sollte reichen. Du überlassen raus Sie das nur mir. In den Wagen rein. Das ist doch leicht. Du raus in den Wagen rein. Okay. Du raus. Verstanden, Sir. In den Wagen rein. Jawohl, du Sir. Raus und legst da hinten dann die Bombe. Achso, erstmal raus, klar. Bestätigt, Sir. Bin in einer Sekunde da, Sir. Wenn dann die Patrouille gleich sich umgedreht hat. Habe verstanden, Sir. Und dann da oben ist, wie weit latschen die? Bis da oben hin. Ja, kurz vorher die Bombe zünden. Dann kommen wir das Patrouillenboot. Können wir ignorieren. Ist egal. Sehr wohl, da Sir. Ist egal. Bestätigt, Sir. Habe verstanden, Sir. Was ist, Chef? Aber klar doch. Bin schon fast da. Geht klar. So funktioniert's. Doch relativ easy. Abwarten, bis die Bombe explodiert ist und dann rausfahren. Bloß nicht zu früh rausfahren, weil sonst, gilt die Mission als gescheitert, obwohl man die Bombe schon gelegt hat. 7 gegnerische Soldaten getötet, ein Gebäude in die Luft gesprengt. Immerhin 2 Sterne bekommen. Mein Gott, war das eine schwierige Geburt. Obwohl, wenn man es richtig macht, ist es gar nicht so schwierig. Gut, dass ich diesen Spielstand noch hatte. Gut, dann soll es das aber gewesen sein. Das war die 2. Mission von Commandos. Bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal. Ja, vielleicht spielen wir noch eine Mission. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Bye, bye.